Am 3. Oktober 2013 ertrinken 366 Flüchtlinge wenige Meter vor der Küste der Europäischen Union. In den Gewässern um Malta, Lampedusa und Sizilien wiederholt sich seither die Tragödie. Viele Male. Unter Pseudonymen kommentieren Leser in der Online-Ausgabe einer österreichischen Tageszeitung das Unglück mitunter so. Warum stattet man jeden Bootsflüchtling nicht mit Schwimmflügeln aus? Wenn Lampedusa also das Tor nach Europa ist, dann muss man es schließen. Wenn alle Schiffe sinken, haben wir auch keine Flüchtlinge zu befürchten. Eine Win-Win-Situation. Worüber wird da eigentlich diskutiert? Und dann gibt es noch die Stimme einer Frau, die sehr leise und von weit weg zu uns dringt. Ich bin über die Gleichgültigkeit entrüstet, die alle angesteckt zu haben scheint. Mich regt das Schweigen Europas auf, das den Friedensnobelpreis erhalten hat und trotzdem nichts zu dem kriegsähnlichen Massaker vor Lampedusa zu sagen hat. Diese Frau will ich treffen. Und so machen wir uns am 4. Dezember 2013 mit einem Boot auf in die aufgewühlten winterlichen Gewässer des südlichen Mittelmeers, um auf dem Weg dorthin herauszufinden, was wirklich los ist an den Grenzen unserer Union. Unser Schiff heißt Europa und unser Ziel ist keine Insel. Vier Tage und vier Nächte dauert die Überquerung des bisweilen stürmischen Ionischen Meeres. Zeit zum Nachdenken. Es ist eine Reise ins Ungewisse. Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter mehr. Sollen wir die Schleusen öffnen oder die Mauern unserer Festung verstärken? Aus dem Norden kommend empfängt uns ein reiches Land und wir finden in den tiefen Buchten von Valletta Geborgenheit und Schutz, so wie es die Schiffe schon seit Jahrtausenden tun. Die Europa macht in Malta fest. Insel, Staat, Kulturdenkmal. Wer aus dem Süden kommt, findet eine andere Küste. Seit 2004 sind diese Klippen die Außenmauern der Festung Europa. Kaum ein Boot mit Flüchtlingen schafft es bis hierher. Trotzdem kommen pro Jahr im Durchschnitt 1.500 Menschen aus Afrika in Malta an. Bei Flüchtlingsrettungseinsätzen erhalten wir unsere Befehle von der Einsatzzentrale der Armed Forces of Malta. Wenn wir also von dort einen Einsatzbefehl erhalten, sticht eines unserer Boote in See. Welches Boot das ist, hängt vom Ort des Unfalls ab, wie viele Personen betroffen.